Leute, welcome back in GT6. Beim letzten Mal lief es ja richtig beschissen, deswegen mache ich heute noch was Schlimmeres. Regenmeisterschaft. Rennveranstaltung, in deren Zentrum die widrigen Witterungsbedingungen stehen. Zugelassen sind ausschließlich Straßenfahrzeuge mit Heckantrieb. Wie werden sie mit unvorhersehbaren Regenwetter fertig? Sehr gut, glaube ich, weil ich habe eine Idee, mit welchem Auto ich fahre. Fahrzeug wechseln. Passende Autos. Ich glaube, ich nehme mein... Komm, wir gucken mal nach LP. Was ist denn erlaubt? Ach, hier oben, bis hier oben darf ich ja. M5, soll ich den M5 nehmen? Den hatte ich ja schon mal. Da hatte ich aber... Oh, 500. Ich bin 100 Leistungspunkte drunter. Ich habe aber eine getunte Version. Die sollte ich dann aber auch wählen, wenn ich das fahre. Jetzt Problem ist halt, Traktion hat man nicht viel. Och, dennoch über Spar. Sind wir da nicht auch in Spar gefahren? Alter, fuck Regen, ey. So, Fahrzeugeinstellungen. Und zwar habe ich doch hier eine... Das ist die normale Version und das ist die getunte Version. Genau. Also, mit der fahren wir. Rennen habe ich drauf. Rennreifen, ne? Ich glaube, Rennen hart ist erlaubt. Was ist noch erlaubt? Oh, Rennweich. Ja, dann fahre ich auch Rennweich. Ah, ne, wenn Regen ist... Starkregen, komm hier, dann nehme ich Intermediates. Oder? Hilft doch, oder? Was steht denn da? Steht wieder nichts dabei, ne? Was ich machen muss. Regenmeisterschaft. Also, fahren wir mal in Intermediates. Starkregen. Mal gucken, ob die gehen. Da, pisst schon wie Sau. Scheiße, ich hab Panik. Das wird doch wieder hinten bis vorne nichts. Gut, mit dem M5, wenigstens Heckantrieb. Endlich mal wieder BMW fahren. Komm schon. Also heute darf ich mich nicht wieder so dämlich anstellen. So, das ist er. Sogar mit Licht. Oh, gehen die Eisen, Alter. Oh, gut. Bremsen sind in Ordnung. Alter, ich komme gar nicht weg. Scheiße. Ich sehe nichts. Ah, jetzt. Kolleg hier sehe ich. Komm schon, ey. Was fährt denn da vor mir? Jo, ist klar. Lambo, oder? Ich darf wieder rempeln, ne? Ich darf rempeln und cheaten und... Alter, ich komme nicht hoch. Jetzt. Der bremst schon. 20 Sekunden. Komm schon. Sag nicht, ich bin wieder untermotorisiert, weil dann kriege ich echt die Krise. Auf geht's, komm schon. Ja. Alter, jo! Scheiße. Ey, du kriegst gar keine Kurven. Was soll denn das wieder funktionieren, ey? Ja, also so mit den Reifen, glaube ich, wird das auch gar nichts hier. Mit was fahren die denn? Fahren die nicht mit Starkregenreifen? Guck mal, wo ich lang fahre. Kriegt die Kurve nicht. Jetzt. Weg. Bremsen. Nochmal bremsen. Ich muss das Stotterbremsen machen. Immer mehr draufheiern. Also Aquaplaning wurde hier erfunden, glaube ich. In Belgien. Ja, dass ich auch wieder von der Strecke abkomme, ist ja auch sehr hilfreich. Komm nicht rum. Kann bremsen wie ein Gestörter, aber komm nicht rum. So. Jetzt gucke ich gleich mal. Ich glaube, ich bin 321 Sekunden immer noch. Jetzt kommt ja wieder das Gummiband. Prinzip in der letzten Runde, aber ich glaube, das hilft mir diesmal gar nichts. Weil das Feld ist jetzt schon so tierisch aufgeteilt. Mir fehlt es auch tierisch an Höchstgeschwindigkeit. Na, komme ich rum? Yeah! Ja, ein bisschen Kreuz und Quer gehört dazu. Ich bin zu schnell. Zu langsam. Irgendwas inzwischen drin. Nur am Durchdrehen, Alter. Der fährt jetzt schon auf die Gerade, der Pisser.
Okay, ich habe auch schon 2 Sekunden aufgeholt jetzt in der letzten, im letzten Sektor. Komm schon, jawohl. Komm, geh ein bisschen gegenhalten und Vollgas. Vielleicht geht's ja, ich weiß es nicht. Ich werde sehen, spätestens unten dann da oben. Oh, da ballern sie. Dann auf Regen, ne? Regen nasser Fahrbahn. So, komm ich rum? Mehr oder weniger. Ein bisschen von der Straße ab. Er hat jetzt schon 3-mal Strafe gekriegt. Regenmeister. And the rain lots. It's raining, man. Ja, jetzt könnte man natürlich hier tierisch abkürzen. Alter, ja, auf der Geraden kriege ich ja mal gar nichts auf die Kette. Ein bisschen abkürzen darf ich. Ich habe weniger Leistungspunkte. Jo, mit dem Pagani-Zonder. Was ich hier auch antrete, da muss ich mich auch nicht wundern. Ohne Scheiß. Darf 600 Leistungspunkte haben und tritt dann wieder mit einem M5 an. Dann muss ich mich auch echt nicht wundern, dass das nichts wird. Probier's jetzt trotzdem zu Ende zu fahren. Ich komm hier nicht rum, ey. Das ist ein Piss. Also Regen... Also Spaß ist was anderes, ne? Muss man ganz klar sagen. Also Regen ist jetzt nicht so gerade mein Ding. Du, ob du da bremst oder nicht, das ist, guck mal, das ist scheißegal. Ich brauche ein anderes Auto. So viel steht fest, das ist Schwachsinn. Fuck, was nehme ich denn? Mit was heizen? Mit Pagani, mit einem Pagani oder Hiorara? Was ist denn das für einer? Zonda oder Hiorana oder... Ist ja so schön, wie er ist, aber er ist... Das reicht nicht gegen die Boliden, die da rumballern. Könnten mir ja auch was Gestörtes holen. 650, da habe ich da FX und Huaraya. Enzo Ferrari habe ich noch gesehen. FXX, was ist denn das für einer? Wie viele Leistungspunkte darf ich haben? Ich habe es nicht aufgepasst. Irgendwas um die 600. Ich könnte noch was einkaufen gehen. Heckantrieb muss es aber sein. Haben wir uns was von McLaren, was gestört ist? Oder... Haben zu wenig Benz haben wir gehabt, ne? Hier, sowas. Aber, ja, aber Heckantrieb ist gut. Aber Mittelmotor ist für mich ein bisschen zu hardlinerisch zu fahren. So viel schneller sind die jetzt auch nicht. Pagani, was kostet denn der? Huaraya. Zonda ist da und der Huaraya kostet 1,3 Millionen. Zonda LM Race Car gibt's auch noch. Ach, gefällt mir aber alles nicht. Man hat ein Audi. Mag ich zwar nicht, aber ich werde ja häufig gefragt. Ich soll mal Audi fahren. Heck hier. Die Geschichte. Der R8 LMS Team Oreco. 1,5 Millionen. Geld ist jetzt nicht so schlimm. Aber bockt der? Das ist die Frage, ne? Mittelmotor, Alter. Pack mal Mittelmotor da drauf, ne? Auf die Strecke. Ist ja noch schwieriger als alles andere. Aber es ist egal, was ich jetzt hier eigentlich nehme. Das sind alle nicht ganz einfach zu fahren. Ach, dann habe ich einen Opel mal so schön. Hier. Aber Allrad. Hier, der Astra V8 Coupé. Aber 338 kW. Ist auch nicht viel besser, ne? 500, so viel hat mein BMW auch schon Leistungspunkte. Nur mal was Asiatisches. Ich bin unschlüssig, ohne Scheiß, weil ich komme jetzt hier in die Gefilden bei International A, wo ich einfach nicht genau weiß, was ich nehmen soll. Ich glaube, habe ich die Viper denn noch? Die war doch hier irgendwo zwischendrin. Die war doch nicht bei Dodge, die Viper, sondern die war bei SRT. Wenn ich mir so eine Sport-Viper mache, hier so eine. Natürlich auch nicht einfach zu fahren, aber die bockt halt wie Sau, ne? Ah, sag ich. Hier habe ich doch schon eine, die SRT. Die ist doch fast genauso wie die anderen da. So viel besser sind die jetzt auch nicht. Aber sind wir auch schon gefahren? Ich will ja mal ein neues Auto drin haben. Wisst ihr, was ich meine? Also, ein bisschen was einkaufen, euch mal ein bisschen zu zeigen, auch mal andere Autos zu zeigen. Toyota, was haben wir denn da? Hier ein Supra oder sowas gestörtes. Hinten raus. Hier haben wir nicht irgendwo was kaputtes? GT1 Minolta. Hier, Supra. Heck. Frontmotor, Heckantrieb, 582 Leistungspunkte. Da unten haben wir noch Nesca-Dinger. Ich glaube, den haue ich mal rein, oder? Den Castrol Supra. Oder soll ich hier von denen einen nehmen? Ne, komm, dann nehmen wir den schon, ne? Was kostet der? Ah, oh, fast 1 Million.
Fast 1 Million. Cockpit detailliert steht dabei schon. Alles klar. In Ordnung. Also, möchte ich ganz gerne kaufen. Dann gehen wir mal rein da in diese gestörte Scheiße. Ach, es sind ja bloß Straßenwagen zugelassen. Fällt mir jetzt erst ein. Oh, jetzt habe ich den Supra umsonst gekauft. Zumindest jetzt für die Folge. Nö, nicht verwenden. Na, egal, komm, wir ballern mal ein bisschen Geld raus. Oh, mir wird's mal eine Geldausgebefolge. Denn wir brauchen ja irgendwas. Das ist natürlich klasse, Straßenwagen. Gibt's ja da in Japan und USA nicht. Hier gibt's nur hier die Straßen. Maserati? Nee, mit dem habe ich sich keinen Stich. KTM ist Quatsch. Jaguar. Wie sieht's denn aus mit dem DB9? Oder ein Vantage? Ist auch nicht alles wesentlich besser, ne? Oder doch ein Ferrari? Straßenwagen. Es muss ein Straßenwagen sein. Das ist ja das Gestörte. Was ist der gefahren? FXX, den hier ist der gefahren, ne? Ganz vorne. Noch ein Enzo nehmen. 500, 600. Boah, ich kauf den jetzt. Scheiß drauf. Rosso Corsa. Corsa-Farbe. Das schöne Geld. Alter, was ist denn heute für eine Folge? Was mache ich denn heute? Baller ich das ganze Geld raus. Alter, und dann auf Regen mit so einem Ding, ey. Ja. Ferrari fahren. In Ordnung. Also, dann machen wir auf Ölwechsel. Was ich kauf, Alter. Ist ja nicht normal. So, in Ordnung. Ölwechsel. Zack, zack. Katsching. Und dann wird er noch vollgetuned am besten, oder? Nee, nee, jetzt lasse ich ihn erstmal so. Maserie. Wir lassen ihn mal Serie. Das sollte ja schon reichen, oder? Was gibt's denn noch? Anpassungsteile? Gibt's da welche? Sehen wir gleich mal. Gucken wir mal. Nee. Hat nix. Nee, gibt's nix. Felgen? Auch nicht, Alter. Eine Dreckskarre, ey. Ohne Scheiß. Ja, dann kann ich nur diesen umlackieren, oder? Was ist der schwarz? Und weiß. Habe ich Standardfarbe? Mal was schönes Blaues oder so? Ah, das ist bloß Standard plus Rot. Ich habe immer nur rote Autos gekauft oder was? Ist auch gar nicht hier. Blue Metallic. Ja, schön Babyblau. Guck mal. Sieht ja furchtbar aus, ne? Das Ding ist sowieso unfahrbar. Sehe ich jetzt schon hier so ein. Wenn so ein, wer so einen ausgeliefert bekommt, der hat einen Vollschuss. Permut hier, so ein schönes Gelb. Das ist geil. Orange. So, orange lackiert. Das Weiße müssen wir noch ändern. In irgendwas anderes. So, jetzt haben wir einen orangenen FXX. Und jetzt gucken wir nochmal rein da, ob ich Regen fahren kann mit dem Ding. Ja, alles klar, komm raus hier. Scheiße. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ob's geht. Getuned habe ich jetzt nichts, eingestellt habe ich auch nichts auf den Ding und soll Regenmeister werden. Der darf sogar sofort teilnehmen. 636 hat er Leistungspunkte, standardmäßig, 650 sind erlaubt. Antrieb, gibt es immer irgendwie auch einen Tipp? Wisst ihr, was ich meine? Gibt es hier immer mal einen Tipp? Achso, Rennveranstaltungen, in dem Zentrum die widrigen Witterungsbedingungen stehen. Zugelassen sind ausschließlich Straßenfahrzeuge mit Heckantrieb. Wir werden sie mit dem unvorhersehbaren Regenwetter fertig. Überhaupt nicht, hast du doch gesehen. Überhaupt nicht werde ich damit fertig. Also, Regen muss ich ja wieder nehmen, die stark Regenreifen, oder? Das macht ja keinen Sinn. Das macht ja wirklich echt keinen Sinn. So, jetzt gucken wir doch mal. Da sieht schön aus noch. Ich weiß gar nicht, wie das Auto sich fährt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die Viper hätte ich auch nehmen können. Die SRT hätte mithalten können. SLR McLaren ist dabei. Ford Shelby, die müsste ich eigentlich wegballern. So. Fahrzeugeinstellungen, ja, nimmt man jetzt da Reifen? So, jetzt ist Sport hart drauf. Oder nimmt man Intermediates? Rennreifen mit flachen Rillen in der Lauffläche, sie bieten einige der Eigenschaften von trocken und von schweren Regenreifen und eignen sich am besten bei unberechenbaren Wetterbedingungen oder wenn Teile der Rennstrecke nass und andere trocken sind. Nee, das pisst die ganze Zeit, das ist alles nass. Mit tiefen Rillen für stark profilierte Lauffläche. Sie wurden für den Einsatz hervor...
Regenbedingungen entwickelt und leiten von der Farbe aufgenommenes Wasser hervorragend ab. Außerdem behalten sie auch bei niedrigen Temperaturen eine relativ gute Bodenhaftung. Jo. Tumor noch ein bisschen oder was? Kannst noch einen Computer reinbauen, Alter. Hier, yeah, 641. Katsching! Noch ein Auspuff oder hier Lachgas noch, Nos rein, Einlass-Tuning. Katsching! Jetzt reicht's aber jetzt. Jetzt ist aber gut, komm. Komm, lass knacken. Ich weiß jetzt nicht, wie das Ding sich fährt. Ich habe keine Ahnung. Bestimmt total gestört. Ich werde mich jetzt nur im Kreis drehen. So wie ich mich kenne. Rosa. Ich hätte rosa machen wollen. Nicht orange. So. Alter. Ich bin nur am Durchdrehen, ne? Und das im vierten Gang. Hier fährt der X-Bow mit. Ich werde nicht mehr. Da sind sowieso Open-Wheel-Kisten dabei. Der dreht noch im vierten durch. Alter. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ohne Scheiß. Ich wäre ihm nicht reingefahren, hätte ich ihn gesehen. Alter. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen Fahrhilfen, glaube ich, einstellen, weil das Ding ist nicht normal. Ja, okay. Tempo hat er drin. 300 Sachen ist geil. Oh, gut gebremst mal. Hey. Ah. Komm rum. Ja, komm. Fahr doch geradeaus, du Pissding. Die drehen nur durch die Reifen. Ja, habe ich zu wenig gebremst. Ja, Bremsen muss ich einbauen, glaube ich. Noch Sportbremsen. Ansonsten bin ich schon ganz zufrieden. Also vom Dampf her ist geil. Also vom Dampf her... Natürlich fliege ich hier genauso so raus wie mit dem BMW vor einer halben Stunde. Das Schöne ist halt so, bremsen, 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 bremsen. Ein bisschen schlittern. Ich bin nur am Schräg. Bin nur am Driften, Alter. Was geht? Oh. Wenn der bremst, schiebt der so dermaßen, dass er nicht bremst, sondern einfach das Heck ausbricht dann. Zu gestört. Hau doch ab, ey. Braucht mehr Anpressdruck oder so. Oder die Bremsen müssen hinten stärker sein als vorne. So rum. 8 Sekunden nur. Alter, ich hab mir ja gleich. Na, da haben sich ja die 2 Millionen gelohnt, ey. Hab ich ja gleich wieder raus, oder? Wenn ich das Ding hier gewinne. Bin jetzt Fünfter. Geil. Geil. Alter Falter. Oh. Ich bin am Driften! Scheißegal! Alter, wie geil ist das denn bitte? So, ich muss bremsen, glaube ich, ja? Oh, bisschen zu früh gebremst. So, jetzt fahren sie alle hier gemütlich. Geh doch weg. War das nicht mein Kumpel hier? Mit dem gleichen Auto? Da vorne ist er, oder? Was hat meiner von hinten aus? Ich weiß es gar nicht. Ah, so. So. Alles unfahrbar. Zumindest hier auf der. Ich muss ihn mal auf. Oh. Sorry. Du siehst es halt nicht, ne? Wenn die bremsen und wie nah die sind, sind sie dann vor dir, siehst du es auf einmal. Die Reifen, der dreht einfach zu sehr durch. Jetzt müssen wir den noch abtrainieren. So. Ich drifte mich hier um die Kurve. Yo! Passt. Komplett schräg, ey, ohne Scheiß. Also fahren ist was anderes. Was ich hier mache, ist eigentlich mehr improvisieren. Servus! Servus! Da bin ich, Erster! Scheiße, ey. Normal ist das nicht, ohne Scheiß. Die Kiste. Ich muss jetzt wirklich einfach darauf achten, wenn Bremsen steht, bremse ich mal, okay? So, hier, bremsen. Und dann komme ich hier auch rum. Um die Kurven. Zwar nicht wirklich schnell, aber... ja, man ist das... Das ist das Problem, wenn du... Ich bin halt viel mit dem BMW gefahren, ne, mit dem Tourenwagen, mit dem GT3, glaube ich, was es war. Und da hast du folgendes Problem. Da kannst du die Bremswege sind da halbiert. Du hast zwar rot angezeigt, aber die sind halbiert. Oh, jetzt bin ich aber rausgeflogen. Komm wieder rein, da auf die Straße, los. Und dann muss man nur bei halber, roter Strecke muss man da erst bremsen. Bei dem hier wiederum, da musst du gleichen die Eisen, ansonsten
Ja, ein bisschen später geht auch. Also bin ich auch ein Ticken. Wenn man die rote Linie angefahren hat, dann kann man bremsen. Also es ist eine Gefühlssache. Hier, jetzt hier zum Beispiel. So. Jetzt reicht's, ne? Jo. Huck, auch wieder nicht ganz durchgebremst. Je nachdem, manchmal sieht man ja einfach, wenn man zu langsam wird, dann arbeitet sich der rote Streifen so nach vorne. So. Ah, das ist ein bisschen übermächtig jetzt, ne? Naja, die 2 Millionen müssen sich auch lohnen dann, ne? Aber haben sich auch gelohnt, ihr seht ja. Wie ich hier steil vorwärts gehe. Ich würde es ganz gerne ja ein bisschen schneller fahren und mit schönen Rennreifen, aber ihr seht, so viel ist nicht drin an Spaß hier bei Regen. Und der dreht ja noch durch, ne? Das ist so unnormal. Oh, ich muss bremsen. Jetzt habe ich verkackt. Wie weit der ausholt, wenn er sich verbremst. Ist ja nicht normal. So. Krass, Alter, wie überlegen der auf einmal ist, ne? Ja, ich fahre ja hier auch 300, also kein Wunder. So, driften. Jawohl. Und nach driften. Bisschen halt. So, letzte Runde, dann haben wir das auch für heute wieder geschafft. Ja, das war jetzt auch ein bisschen, ne? Zwei Autos, 3 Millionen mal eben ausgegeben. Wer hat's, der hasst's, ne? Wird der eine oder andere sagen. Jo, war ja rumgelegen, das Geld die ganze Zeit. Schon wieder was, wenn man es ausgibt. Kann er nicht ständig nur alles mit dem BMW fahren, ne? Das ist ja auch öde. Also mir geht das so. Will noch ein bisschen andere Autos mal austesten. Ja, ich meine, das Auto hier ist jetzt, also ich lässt sich schon, wenn man sich wirklich darauf konzentriert, was ich jetzt eben nicht gemacht habe in der Kurve, wenn man sich auf die Bremswege konzentriert, ist Regen auch fahrbar. Ah, und das Ding ist halt, das Schöne an dem ist, der ist halt gänzlich überlegen hier, der Konkurrenz. Und fährt hier vollkommen in seiner eigenen Klasse. Guck mal dann, wenn der anfängt zu blockieren, beziehungsweise der bremst so lange und dann drückt er sich einfach nach vorne durch. Schön, so ein bisschen. Vorsicht. Nicht so viel gegenlenken, Alter. Bin nur am Schlittern, ey. Scheiße. Oh Gott, ist das aufwendig, ey. So. Wow. Wollte ich eben Gas geben. Jetzt fahre ich noch ein bisschen über. Oh, noch ein bisschen Rasenmäher spiele ich noch. In Ordnung. Na los, rum. Jawohl. Ich lenke mit dem ja auch nicht komplett ein, ne? Weil ich Angst habe, dass der sich querstellt. Immer nur so ansatzweise lenke ich. Versuche hier so ein bisschen mitzunehmen, damit mit dem Gas zu spielen. Dass er sich dann rumdrückt in die Kurve, so wie jetzt. So ein bisschen Lastwechsel spielen. Also sprich, erstmal in die andere Richtung lenken und dann rumschleudern. Ja, weil systematisch fahren lässt das Ding sich hier auch nicht. So, haben wir es geschafft. Ich denke mal, die anderen beiden Rennen erspare ich uns zum Regen, ne? War jetzt doch recht deutlich, die Geschichte hier. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen zu viel Geld übrig habt und das hier sicher gewinnen wollt, dann holt euch den FXX07. War jetzt noch ein bisschen eintönig, ne? Bis dahin, liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge, dann wird es bestimmt wieder spannend. Oder ich kotze mal wieder, wer weiß. Ciao, ciao.